Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um den 31. Dezember 2019. Heute ist also Silvester und gleichzeitig ist heute der Tag, an dem das Kernkraftwerk Philippsburg komplett vom Stromnetz gehen wird. Und darüber möchte ich mal ein bisschen reden. Aber vorab erstmal zum 31. Dezember überhaupt für mich und für mein Unternehmen Energiewirtschaft einfach. Wir haben auf diesem Kanal, auf diesem YouTube-Kanal jetzt mittlerweile über 300 Abonnierende. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass ihr unsere Videos anschaut und auch weiterhin stark verfolgt, was wir so veröffentlichen. Über 300 Abonnierende, das ist schon mal mehr als die meisten Stadtwerke auf YouTube so haben. Das ist schon mal ziemlich cool. Da komme ich auch langsam sicher in die Nähe von so einigen größeren Energieunternehmen oder auch Branchenverbänden, die gar nicht mal so viel mehr Abonnierende haben als wir. Also vielen Dank, immer bitte weiterhin dranbleiben. Wir haben noch jede Menge weitere Videos für nächstes Jahr auf der Agenda. Allein für Januar habe ich jetzt schon ungefähr 10 Videos vorproduziert. Die kommen dann also definitiv und wahrscheinlich noch einige mehr. Wir wachsen jetzt auch. Wir werden im nächsten Jahr deutlich, deutlich mehr Mitarbeiter hier haben bei Energiewirtschaft einfach. Also bitte dranbleiben. Wir haben noch jede Menge auch Podcasts und Blogbeiträge und weitere tolle Dinge für euch in petto. Jetzt aber zum Kernkraftwerk Philippsburg. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in der Presse wird Philippsburg heute an Silvester 2019 vom Netz gehen. Erstmal zu Philippsburg. Wo liegt das? Das ist so in etwa zwischen Karlsruhe und Mannheim. Also in Baden-Württemberg liegt das Ganze. Ist ein Kernkraftwerk, was 1979 ans Netz gegangen ist, nach so etwa einem Jahrzehnt des Baus vom ersten Block. Also das war dann Block 1. Das ist ein klassischer Siedewasserreaktor gewesen. Und er hat eben seit 1979 Strom in das Netz eingespeist. 5 Jahre danach, 1984, kam dann der zweite Block dazu, Philippsburg 2. Das ist wiederum dann ein Druckwasserreaktor der dritten Generation gewesen. Also tatsächlich so State of the Art von der damaligen Zeit. Und die beiden Blöcke haben zusammen eben doch jede Menge Strom für Südwestdeutschland eingespeist. So ein Kernkraftwerk läuft dann für viele Jahrzehnte. Und es war so nach anfänglichen Einschätzungen geplant, dass im Laufe dieses Jahrzehnts, so 2012, 2017, diese beiden Blöcke ganz regulär vom Netz gehen sollten, weil auch woanders ja weitere Kernkraftwerke gebaut werden würden. Dann kam aber die politische Laufzeitverlängerung, die im Jahr 2010 in Kraft getreten ist, als also praktisch der ursprüngliche Atomausstieg, der in der rot-grünen Kanzlerschaft beschlossen wurde, wieder rückgängig gemacht wurde. Und dementsprechend hat man gesagt, naja, die laufen doch noch weiter bis in die 2020er Jahre mal mindestens. Dann kam aber Fukushima und dann kam das richtige Atommoratorium und dann wurde eben gleich mal festgelegt, der Block 1 von Philippsburg geht sofort vom Netz. 2011 ist also Philippsburg 1 direkt vom Netz gegangen. Philippsburg 2 hat dann ein Ausstiegsdatum bekommen, und zwar den 31.12.2019. Heute, wenn ich dieses Video veröffentliche. Philippsburg 2 wird jetzt also gegen 19 Uhr am Silvestertag 2019 vom Netz gehen. Man muss sich aber keine Sorgen machen, egal ob man dort vor Ort wohnt oder irgendwo woanders. Da passiert jetzt erstmal stromnetztechnisch nicht so besonders viel. Man hat das ja vorher angekündigt. Die Netzbetreiber wissen Bescheid und wir können den Strom aus anderen Quellen auf jeden Fall erstmal sicherstellen. Einerseits natürlich durch Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland dann etwas stärker für den Moment noch brauchen. Andererseits haben wir Importe aus anderen Ländern und andererseits haben wir stetig einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Also versorgungssicherheitstechnisch ist das erstmal kein Problem. Gleichzeitig ist die Abschaltung und der Abbau von Kernkraftwerken etwas, was wir in Deutschland schon einige Male gemacht haben. Da wird also auch sicherheitstechnisch erstmal nicht viel passieren können, nicht viel schiefgehen können. Was passiert jetzt, wenn man sowas abschaltet? Natürlich werden nach und nach erstmal die Funktionen des Kraftwerks runtergefahren. Und dann haben wir aber trotzdem noch ein Problem mit den strahlenden Kernkraftstoffen, die natürlich noch über einige Jahre, Jahrzehnte, und danach immer noch eine ganze Weile länger strahlen werden. Der Großteil der Strahlung wird über das erste Jahr tatsächlich abklingen. Die Halbwertszeit der Stoffe ist da also so geregelt, dass praktisch ein großer Teil der tatsächlich sehr, sehr tödlichen Strahlung über das erste Jahr hinweg runtergeht.
Danach ist es aber immer noch nicht so, dass wir das einfach irgendwo hinlegen könnten. Es wäre schön. Dementsprechend wird der komplette Rückbau dieser Kernkraftanlagen Jahrzehnte dauern. Die NBW, also die Betreibergesellschaft Energie Baden-Württemberg und auch die Politik vor Ort hat gesagt, dass der Rückbau wohl in etwa 20 Jahre dauern wird. Und es ist eben auch ganz normal, es dauert Jahrzehnte, ein Kernkraftwerk abzubauen. Das Gute ist natürlich, die Mitarbeiter des Kernkraftwerks von heute werden diesen Rückbau auch dann durchführen, sodass die Arbeitsplätze nicht komplett wegfallen werden. Das ist also durchaus auch ein ganz netter Nebeneffekt. Tja, und jetzt haben wir in Baden-Württemberg immer noch ein weiteres Kernkraftwerk. Das ist Neckar-Westheim 2 in der Nähe von Heilbronn. Das wird noch bis Ende 2022 am Netz sein. Und danach wird auch dieses vom Netz gehen, genauso wie eben auch alle anderen Kernkraftwerke spätestens 2022 vom Netz sind. Dementsprechend werden wir uns mal genauer anschauen, was dann noch so die nächsten Jahre passiert. Auf jeden Fall haben wir heute am 31.12.2019 mal wieder ein Kernkraftwerk, was vom Netz geht. Philippsburg 2 wird dann nur noch rückgebaut werden. So viel zu diesem heutigen Tag, der ist 31.12.2019. Ich danke euch vielmals für ja, alles, was ihr natürlich für uns getan habt in den letzten 9 Monaten. Seit unserer Gründung im April 2019 habt ihr euch jede Menge Videos angeschaut und unter euch sind natürlich auch Leute, die mehr getan haben, die also zum Beispiel E-Books gekauft haben, die unseren Online-Kurs auf Udemy gekauft haben, aber die vor allem auch unsere Seminare und Unternehmensberatungen mit eingekauft haben. Vielen Dank dafür und vielen Dank dafür, dass ihr das nächstes Jahr auch noch weiter tun werdet, denn wir wachsen und wenn wir wachsen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Umsatz. Also immer schön fleißig anschauen, ob wir nicht was Tolles im Angebot für euch haben. Einfach Bescheid geben, einfach nachfragen, einfach auf die Webseite schauen. Das ist alles unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dieses tolle Jahr und lasst uns gemeinsam in das nächste Jahr starten. 2020 wird fantastisch. Da passiert energiewendetechnisch und energiewirtschaftstechnisch wunderbar viel. Also wird es auch hier jede Menge Content geben. Bleibt einfach am Ball. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.